Ja, das ist also der Besuch der deutschen Außenministerin, die heute nach Israel geflogen ist, aus Solidarität. Und da gerade die Pressekonferenz gegeben hat. Bei mir ist Professor Stefan Fröhlich von der Universität in Erlangen, ein Politikwissenschaftler. Herr Professor Fröhlich, wie haben Sie die Außenministerin erlebt? Klare Worte waren das ja, aber es war auch sehr emotional, ne? Ja, es war tatsächlich vor allen Dingen Letzteres. Also in erster Linie fand ich war es sehr, sehr emotional. Und darüber hinaus, das muss man auch so deutlich benennen, klar und deutlich natürlich einerseits bemerkenswert der Appell an die Hamas, ob der in irgendeiner Form fruchtet, mehr oder weniger die Geiseln freizulassen. Und dann eben die Solidaritätsbekundung Richtung Israel. Das war erwartbar. Das ist das, was wir im Moment leisten können. Wir haben uns klar und deutlich an die Seite Israels gestellt. Das hat sie hier auch noch mal sehr, sehr deutlich gemacht. Und ja, in der Tat war das, wenn man das jetzt so in der Gänze betrachtet, ein sehr, sehr emotionaler Appell und eine sehr, sehr emotionale Solidaritätsbekundung. Es hat tatsächlich auch bei der Nachfrage wenig Konkretes gegeben in puncto, was kann man eigentlich tun? Wie sieht unsere Solidarität aus und was können wir leisten? Und ich glaube, wir müssen uns keiner Illusion hingeben, dass unsere Appelle hier in irgendeiner Form, und das ist jetzt kein Vorwurf, das gehört trotzdem mit dazu, das gehört auch zum politischen Geschäft, dass die in irgendeiner Form im Moment fruchten. Ich glaube tatsächlich, dass die Hamas, wenn überhaupt, nur bewegt werden kann, ich sag mal, aus dem eigenen Lager von den natürlichen Verbündeten. Und das ist die Hisbollah und das ist vor allen Dingen das dahinterstehende Regime in Iran. Da braucht man sich auch keine Illusionen hingeben. Und dann natürlich sehr stark von Ägypten und vielleicht tatsächlich Katar, das sich ja auch angeboten hat. Dort werden solche Appelle vielleicht eher fruchten, weil sie mit konkreten Angeboten verbunden werden können. Sprich, wie geht man jetzt vor dem Hintergrund dieser Situation, da steht ein Exodus bevor. Und da wird die Aufforderung getan, innerhalb von 24 Stunden an die Zivilbevölkerung sich Richtung Norden zu begeben. Das ist innerhalb von 24 Stunden relativ illusorisch. Und es ist auch darüber hinaus natürlich schwierig zu beurteilen, ob das die Sicherheit dieser Zivilisten in irgendeiner Form wirklich erhöht. Und das ist sozusagen die große Frage im Moment. Aber diese Warnung, die Israelis ausgesprochen haben, das ist auch Teil eines Krieges, ja, dass man Zivilisten vorwarnt vor Angriffen, die vielleicht bevorstehen, die muss und zeigt uns aber doch, dass so ein Marsch in den Gazastreifen unmittelbar bevorsteht und auch wahrscheinlich nicht mehr abzuwenden ist, ne? Also Israel kann fast gar nicht anders, nach innen wie nach außen. Also gerade diese Regierung im Moment muss natürlich nach diesem Schock, das ist ein geradezu traumatisches Erlebnis für die israelische Gesellschaft, Israel muss in dieser Situation Stärke zeigen und diese Regierung oder jede Regierung. Wir haben nicht umsonst eine Notstandsregierung. Das werden sie tun und dazu gehört eben nicht nur massive Abschreckung, wie sie jetzt an der Süd- wie an der Nordfront im Grunde genommen präsentieren, die Mobilmachung von über 300.000, 360.000 Reservisten. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite natürlich gehört dazu auch, und das ist das Dilemma, in dem Israel auch steckt, das strategische, natürlich deswegen hier dieser Appell, man muss alles unternehmen, um auch die westliche Staatengemeinschaft und die im Moment einhellig sich an die Seite Israels stellen nach diesem barbarischen Angriff und Überfall, man muss eben sehen, dass man die Verhältnismäßigkeit wahrt. Das heißt, dass das proportional erfolgt. Und hier kommen die Appelle ja schon von den Vereinten Nationen, humanitäres Völkerrecht zu beachten. Das ist fast unmöglich in einer solchen Situation. Das geht ja im Moment, jeder weiß es und hat es mittlerweile gehört. Wir reden von einem ganz engen, dicht besiedelten Gebiet. Wie schwierig diese Bodenoffensive, mit welchen Herausforderungen die verbunden ist, auch für eine so professionelle Armee wie die israelische, das ist sind sich Militärexperten einig und ich teile diese Einschätzung auch voll und ganz. Insofern, das wird blutig, das ist so nicht ohne Zivilopfer. Werden, ne? Das wird ein Häuserkampf werden und es ist auch so, man muss einfach davon ausgehen, dass die Hamas das auch im Kalkül hatte. Genau das wusste, dass das die Reaktion sein würde. Ein solcher Angriff musste eine massive Antwort und würde eine massive Antwort von Israel provozieren und nach sich ziehen. Und darauf ist man gewappnet und vorbereitet und sehr wahrscheinlich mittlerweile auch militärisch, technisch und was die Ausstattung anbelangt, viel besser präpariert, als das noch vor Jahren der Fall war.